Bimmeln! Beifuß. Das gleiche, was auch hier drin ist. Ja, es ist ein kleines Familienunternehmen aus Werder. Die stellen diese Sachen her und haben auch einen kleinen Hof, der Demeter zertifiziert ist. Ja. Genau. Also ich habe ja bis vor 3-4 Jahren auch bei Marco gearbeitet und irgendwann dachte ich brauche mal neue Horizonte und arbeite jetzt woanders, bin aber sozusagen der Firma und EM immer treu geblieben und verwende immer noch ganz viel EM und Therapeuter in meinem eigenen Garten, habe auch Pflanzen und guten Salat und will mich jetzt selbstständig machen mit aufgearbeiteten Möbeln und auch die arbeite ich sozusagen mit ökologischen Materialien auf und setze EM-Keramikpulver dazu. So, wo bin ich denn hier gelandet? Hier sind Sie bei Udo Brenke, den Hobby-Imker aus Parchim. Sehr gut. Ich imkere seit 50 Jahren und habe früher mit Säuren behandelt und imkere seit ca. 8 Jahren mit EM. Ich bin hier vor Jahren mal, da war hier auch Erdbeerfest, bin ich mir hier mal gekommen, habe mir das mal alles angeguckt und dann habe ich mir hier so eine Flasche von dem dunklen EM mitgenommen, habe mich im Internet noch belesen, was das überhaupt ist und dann habe ich irgendwo, war das in Süddeutschland oder wo, ich weiß das nicht mehr genau, dass da auch Imker mit behandeln und dann habe ich das ausprobiert. Habe ich das ein Jahr erstmal ausprobiert und habe dann ganz mit dem Rauch aufgehört. Okay. Habe dann nur so geimkert und das ist jetzt so 8 Jahre her, sage ich mal. Da ich bei jeder Öffnung der Beute die Bienenwaben mit EM besprühe, dann nehmen die Bienen das auf und saugen das auf und dann kommt das ja natürlich in ihren Darmtrakt und in ihren Magen und das tut den Bienen gut. Wir machen, stellen Kompost im Heißverfahren her. Er macht eine Fermentation und das Kaltverfahren. Kontrollierte mikrobiologische Kompostierung. Es sind Mikroorganismen, die auch uns nach unserem Tode, wenn wir uns nicht verbrennen, wieder zu der Erde werden lassen. Dasselbe findet da statt, nur wir machen es in einem sogenannten Heißverfahren. Wir arbeiten mit Temperaturen von 50 bis 60 Grad. Und nach 8 Wochen, jeder zweite Tag wird gearbeitet und gewechselt. Jeder Wechselvorgang dauert oder Durcharbeitungsvorgang dauert ca. 2 bis 5 Stunden. Und dann ist das Ganze genau das, was da oder in diesen Kübeln jetzt drin ist. Da ist nur überall Kompost drin. Okay, ja schön. Nichts anderes mehr. Der schwarze Streifen ist die EM-Keramik, wird in diesem Schaumstoff dazwischen mit Kleber aufgebracht, wird verpresst, ca. 48 Stunden und wird dann zu verschiedenen Größen zugeschnitten und dann in diesen verschiedenen Produkten verarbeitet. Hier ist auch immer das gleiche Prinzip. Dazwischen Schaumstoff mit der Keramik, Stoff drumherum als Unterlage für ein Smartphone, Strahlungsreduzierung. Etwas größer nutzen wir es gerne, so im Bereich bei Schmerzen im Rückenbereich. Kann man sich das unter der Kleidung verstecken. Ganz groß ist es dann hier als richtiges Kissen für den Nackenbereich. Nichts verliert seine Wirkung, auch nach dem Waschen nicht. Die Wirkung bleibt unendlich ist die vorhanden. Und dann lange behalte ich den jetzt nicht um. Ja, das sieht schön aus. Alles handgemacht, alles mit EM. Was ist das?
anfangen.